Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mars Horizon hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir können jetzt noch weitere Missionen hier herausfinden. Beziehungsweise wir haben ein wenig Platz für Missionen. Und deswegen würde ich sagen, dass wir vielleicht das hier mit der experimentellen nochmal nehmen. Obwohl wir da minus 25% Nutzkraftzulässigkeit haben, die können wir aber vielleicht noch ein bisschen boosten. Aber es bringt natürlich elendig viele Punkte. Ne? Das ist wichtig, viele Forschungspunkte über mehrere Monate hinweg. Und ja, das bringt dann auch noch 400 Ruf. Und das ist natürlich auch gut, weil wenn wir da auf 6000 hochkommen, dann haben wir die übernächste Stufe schon, glaube ich. Ne? Also die 5000er Stufe kriegen wir auf jeden Fall. Und wir haben hier aber nochmal so einen kleinen Testflug. Der geht natürlich relativ fix vonstatten. Das würde ich sagen, das planen wir jetzt erstmal durch. Da brauchen wir ja nicht viel bauen. Ja, kann Mayflower heißen, ist mir egal. Ziehen wir einfach durch. Fahrzeug bauen, ist in 2 Monaten fertig. Haben wir den Start durch. So, und dann gehen wir jetzt auf die nächste Mission, die wir machen können. Also, orbitaler Funk wäre auch nicht schlecht. Also, einen kleinen Satelliten nochmal wieder ins All schießen. Geht relativ fix. Aber wir könnten mal beim Mond gucken. Gibt es da noch irgendwas Schönes? Bemannte Mondlandung, Anfragen, da gibt es gerade nichts. Okay. Und Erdtopographie ist natürlich unser Satellit, den wir jetzt erforscht haben, ganz wichtig und experimentell. Na gut, aber das probieren wir jetzt einfach auch durch. Ist natürlich hier mit 51% Zuverlässigkeit schon recht gering. Ich würde hier auch auf mehr Energie setzen noch. Erhöht die Baukosten, aber dann haben wir mehr Energieleistung und das könnte die Zuverlässigkeit sozusagen ausgleichen, dann die mangelnde Zuverlässigkeit, weil wir dann halt mehr Energie zur Verfügung haben, um die einzelnen Missionsschritte zu machen. So, die Nutzlast wählen wir auch aus, die Nutzlast wird auch gebaut, in 3 Monaten fertig, da geht was. So, gut, dann haben wir jetzt erstmal ordentlich Geld wieder ins Volk gebracht, um Dinge zu erledigen und wir müssen uns aber auch mit ein bisschen mit dem Geld noch zurückhalten. Ich hoffe, dass ich mal irgendwann noch eine lukrative Mission kriege, wo ich noch ein bisschen extra Kohle nebenbei kriege. Um die große Startrampe zu bauen, müssen wir das Geld erstmal zusammenhalten. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann, ich mache mit den Chinesen die Mission wieder zusammen, das ist schon mal sehr gut. Damit wir dann hier irgendwo die große Startrampe hinkriegen. Ich denke mal, die muss hier in die Ecke rein, die wird wahrscheinlich größer sein als das hier. Ich weiß nicht, ob die Startrampen, wenn die nebeneinander stehen, ob die sich gegenseitig einen Bonus geben, ne? Wäre hier auch nicht schlecht. Wir müssen sowieso hier aufräumen irgendwann, aber das kostet alles so viel Geld, ne? Nein. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir in den nächsten Monat. Der Komplex ist fertiggestellt. Vehicle Assembly Komplex. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal neu machen muss. Und das Kontrollsystem prüfen, da haben wir jetzt die Nutzlast fertig. Die Mercury-Kapsel. Oberstufe Baukosten minus 50%. Bauzeit doppelt so lang. Das heißt also, wir können jetzt eine wählen, die viel kostet, aber schnell gebaut werden kann. Beziehungsweise vielleicht können wir dort noch ein bisschen mehr machen. So, also wir müssen 1800 Kilogramm hoch bewegen. Da haben wir 3 Möglichkeiten. Wir hätten die Ariane, die mit einer 60%igen Zuverlässigkeit daherkommt. 1800 Kilogramm, 3 Monate und 123 Kilo kostet. Die Baukosten sind generell schon um 50% reduziert, aber die Bauzeit steigt um 50%, dauert also theoretisch 6 Monate. Oder was ist das, Oberstufe? Will ich denn jetzt hier? Die Oberstufe will ich aus, okay. Bauzeit 6 Monate, 3 Monate, 5 Monate. Ja, dann nehmen wir die hier, würde ich sagen. Wir wollen ja nicht Ewigkeiten damit noch zubringen. Und dann haben wir die Möglichkeit, diese Unterstufe zu wählen. Macht eine Gesamtzuverlässigkeit von, sehr gut. Bauzeit 3 Monate, 380.000 Kosten. Der Partner übernimmt auch noch was. Was haben wir hier noch Schönes? Würde auch ausreichen. 3 Monate Bauzeit. Nee. 4 Monate Bauzeit. Oh, noch mehr Zuverlässigkeit, glaube ich. 5% mehr Startzuverlässigkeit. 209.000. 4 Monate. Das kostet. Kostet so. An 2. Achso, die müssen wir auch erst erforschen. Okay.
5% für einen Monat. Mehr Zuverlässigkeit, ja, das sind wir sonst nicht geschult und da Zuverlässigkeit ist wichtig und hier 7 Monate Bauzeit ist okay. Wähle Teil. Kostet jetzt insgesamt 229.000 für so einen Flug. So, wir können jetzt hier den Auftraggeber natürlich noch ändern, indem wir hier die Bauzeit verlängern, dass es Zuverlässigkeit gibt. Oder grüner Mond gibt uns mehr Ruf, aber steigt, verlieren wir noch mehr Zuverlässigkeit. Um in der Nutzlasten, das wollen wir natürlich nicht. So. Okay, dann bestätigen wir den Bau. Fahrzeug bauen. So, in 7 Monaten fertig. Ist okay. So, es heißt also, die Mayflower ist jetzt fertiggestellt. Die wird nochmal starten vor der Überprüfung. Geos wird fertiggestellt, dann aber leider nicht mehr starten können vor der Überprüfung. Na gut, okay. So, dann haben wir hier Forschung. Können wir eine neue ansetzen? Und da werde ich jetzt schon mal gleich die große Startrampe nehmen, weil die kostet uns richtig viel Forschungspunkte. Und wir brauchen sie trotzdem. Und wir sind momentan in einem Modus, wo wir sehr viel Forschungspunkte generieren. Dass das dann schnell vorangeht. So. Wir müssen hier nicht alles bauen, was wir erforschen. Ne? Das ist auch wichtig zu wissen. So. Okay. Atmosphärische Probenahme. Das Fahrzeug ist fertig. Die Mayflower Boni für Missionstraining steigt um 100%. Optimale unsere optimale Fenster werden umgekehrt. Okay, naja, gut. Auch nicht so schlimm. Dann können wir hier ein Training für mehr Forschungspunkte, würde ich sagen, weil Zuverlässigkeit ist hoch genug. Fortfahren und dann können wir ein Startdatum festlegen und immer den Januar und dann haben wir plus 50% mehr Forschung. Okay. So. Training wird gestartet im Januar. Nächstes Event. Vorbeiflugmaß ist natürlich auch wichtig für Meilensteine. Aber ich sag mal so, der große Meilenstein am Ende, der lockt. So, dann müssen wir hier zum Fahrzeugdesign. Und da können wir eigentlich das Design wiederverwenden. Kolossus, nee. Neues Design. Oberstufenkapazität. Da könnten wir hier jetzt mal gucken. Ariane 1, Bauzeit 2 Monate. Bauzeit 4 Monate für Delta. Also eigentlich haben wir es mit der Delta-Rakete gemacht, ne? 218.000, 119.000, aber die Zuverlässigkeit sehr gering. Gucken wir mal. Star 37, damit haben wir den Mann hochgeschickt. Gucken wir mal, wenn wir jetzt da die Atlas-Unterstufe drunter bauen. Hier die mittelgroße Ariane-Unterstufe. Mal 63% Zuverlässigkeit. Monate Bauzeit. 7 Monate Bauzeit. 6 Monate Bauzeit. Sehr viel teurer. Wie ist denn, wenn ich da den Ariane 1 Aufbau nehme? Höhere Startzuverlässigkeit. Also hier hätten wir. Wie könnten der. Könnte der Booster könnte es schaffen? Okay. Dann nehmen wir den Delta-Aufbau. Okay. Hat natürlich eine elendige Startzuverlässigkeit. Ja, naja, komm, dann nehmen wir Delta. Scheißegal, 8 Monate Bauzeit. Neun Monate Bauzeit. Unglaublich hohe Startzuverlässigkeit, ne? Machen wir das mal. So, Basis, da können wir jetzt theoretisch was bauen. Zwar können wir die Gebäude zur Fahrzeugmontage für 750.000. Ach du Scheiße. Ja. Gar nicht mal so klein. Allein die ganzen Hindernisse wegräumen ist viel zu teuer schon. Jetzt komm auf.
Vehicle Assembly Building. Was bringt mir das? Minus 10% Fahrzeugbauzeit. Lassen wir mal erstmal. Oh, den Namen hätte ich anpassen können. Nein, gut, egal. Start der Test ist in 4 Monaten. Okay, dann ist ja jetzt erstmal 4 Monate lang nichts los, ne? Haben wir noch einen Slot frei? Nö, ne? Moment, wir mal kurz gucken. Aktive Mission. Laufende Mission. Missionspläne? Nö. Keiner frei. Okay, dann ab zum nächsten Monat. So, Kuchen erhalten. Die lokale Radiosendung hat berichtet, dass deine Agentur einen Kuchen an der Hörer zugeschickt hat, der sich während der kürzlichen Stromausfall gelitten hat. Ich bin... Das Stadtgespräch kommentiert der Zuhörer und beschrieb, dass der Astronaut das Chaos das Geschenk unterschrieben hat. Es war ein Sahnehäubchen auf den Kuchen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes. 100. Auf in den nächsten Monat. Da gehen ein paar Raketen hoch. Japan hat Satellitenbildung beendet. Müssen wir gucken hier. China wird Mars-Vorbeiflug in 20 Monaten starten. Okay. China wird Mars-Impact in 14 Monaten starten. Da kommen wir überall nicht mehr hinterher, ne? Menschen im Weltall beendet, USA, Satellitenbildgebung, neue Mission der Erde. Okay. Ah, da sind immer mehr. Sonnenobservatorium. Gemeinsame Mission, Sonneninformation, Herausforderung, okay. Mit Japan, das ist eine schlechte Mission. Mond. Mondstrahlung messen, na gut, das geht. Okay. So. Haushaltsprüfung. 8000 Punkte müssen wir zusammen kriegen. Na gut, aber wir kriegen wieder ein bisschen mehr Geld. 150.000 plus jetzt jeden Monat. Gut. So, Max-Bonus plus 50% hier erhalten. Das heißt, wir werden ordentlich Forschungspunkte kriegen. Dann werden wir die Mission mal starten. Hoffen wir, dass das Wetter einigermaßen gut ist, aber es sieht erstmal auf den ersten Blick ganz gut aus. Ja, ein bisschen wolkig, aber geht, würde ich sagen. Könnte ein guter Start werden. Der Mayflower im Januar 1964. Wir sind noch so weit von der Mondlandung entfernt, ne? Oh, das sieht. So, auf geht's. So. Und ich denke mal, das wird ein sehr erfolgreicher Start werden. Ich weiß gar nicht, was denn hier, wenn das jetzt ins ganz Erfolgreiche reinläuft, was man dann als Bonus bekommt. Vielleicht bekomme ich dann nochmal ein paar Bonus-Forschungspunkte oder sowas oder eine Bonus-Reputation für einen extrem gelungenen Start. Aber das geht ja ab wie eine Rakete. Hä? Hm. So, wollen die Eventsraten auf, ging nach ganz vorne durch. Plus 50% Missionsbonus nochmal. Oh, das ist gut. So, die Rakete hat jetzt die maximale Zuverlässigkeit von 99% erreicht oder so. Keine Ahnung. Okay. So, Errungenschaft freigeschalten. Fahrzeugveteran. Missionsbelohnung 100 und 518. Drauf. Sehr gut. So, dann ist gleich die nächste Rakete fertiggestellt im nächsten Monat. Da müssen wir dann Startfenster für kreieren. Aber wir können jetzt hier erstmal, wie sieht es aus bei der Forschung? Die forschen noch an der großen Rampe, ne? Oh, ist dort noch. Aber die müssen wir haben. Wir müssen sie haben. Und deswegen ist das ja schon mal nicht schlecht. Und dann können wir die ganzen Missionen durchforschen. Und wir müssen dann halt zusehen, dass wir hier ein bisschen was Schönes kriegen. So. Auftragsmission Erdtopographie als Anfrage haben wir noch. Hier haben wir noch ein Sonnenobservatorium. Würde auch sehr viel Forschung bringen. Für die Welt 50%, Gebäude 7%. Und 25% weil es eine Herausforderung ist. Die Herausforderung besteht darin, dass die Aufgabenanforderungen um 25% höher sind. Das ist natürlich auch. Ja, okay. Plan einsehen. Ach, die habe ich schon geplant. Okay. Mission planen. Hier haben wir die Wärmeschildanalyse, experimenteller Kraftstoff, Startzuverlässigkeit. Bemannt. Ich weiß nicht, ob ich bemannt mit Dings hochkriege, mit dem Delta. Kontrollsystem, diplomatische Mission. Mentelle Nutzlast. Ach, das mache ich schon. Okay.
Ah, wir können mal beim Mond gucken. Gibt es da was Schönes? Anfragen. Mondstrahlung gibt es dort für einen Monat. Okay, das ist aber eigentlich eine ganz solide Mission. Die werden wir mal planen. Dann nehmen wir uns Pioneer. Die ist ja schon sehr, sehr, sehr gut ausgereift. Hat schon Nutzlastbewertung 2 Sterne. Können wir auch nicht mehr viel großartig dran ändern. Nehmen wir den Standard einfach, das ist gut. Die ist gut ausgebaut. Nutzlast bauen, Pionier. Und weiter geht's. Gut, dann haben wir da die Mission wieder fertig. Alle Missionsslots sollten voll sein. 3 Stück haben wir, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, geht's los. Große Startrampe, Forschung da oben. Ach, da oben in der Ecke steht immer, welche aktuelle Forschung ist. So, Kontrollsystem prüfen. Das kann jetzt natürlich. Das ist Mission zu Kalibersatz hat null Erholungszeit beim Missionserfolg. Okay. Na gut, beim Misserfolg ist er tot, ne? Gut. So, Startvorbereitung. So, dann müssen wir jetzt mal eine Besatzung hinzufügen. Kommunikationsdatei, ein Kommunikation. Startzuverlässigkeit. Plus 10% mehr Forschungspunkte. Ich würde den bestätigen. Zuweisen. Nur zuweisen. Ich würde das Chaos bestätigen. Ich würde dann dem Training und da müssen wir, glaube ich, hier Basisnutzlast Zuverlässigkeit erhöhen. Und das Startdatum würde ich dann auch, sagen wir mal, ins Maximum verzögern, damit wir 1, 2, 3, 4, 5 Monate haben, wo das dann mit die Gesamtbonus 15% auf dieser wieder hochkommt, dass sie am Start dort um ja die Zuverlässigkeit auf 61% liegt. Er ist festgelegt. So, Pioneer fertiggestellt in einem Monat. Okay, der Start des Kontrollsystems prüfen ist um 5 Monate. Zeit vergeht hier echt sehr schnell. So, Pioneer ist fertig für den Mondstrahlungstest. Da machen wir natürlich dann unsere Able. Oh, 5% mehr Nutzlast, Zuverlässigkeit, sehr gut. Also da werden wir, das wird eine wahrscheinlich sehr erfolgreiche Mission werden. Ich müsste ich mal das. Die Moon Rocket müsste ich eigentlich mal. Able. Und. Nagol. Geht relativ schnell. Name nehmen wir Luna 2. Der macht ja eigentlich genau das gleiche wie Luna 1. Bestätigen. Design speichern. Speichern. So. Das ist dann schon mal gespeichert, das Fahrzeug. So. Und dann geht das los. Und dann haben wir gerade ein bisschen Geld investiert, aber sieht erstmal schon mal ganz gut aus. Sollte dann ja ein paar Punkte bringen. So, dann würde ich sagen, ab zum nächsten Monat. Nichts passiert. Nächster Monat. Nicht viel passiert. So, jetzt passiert was. Und zwar die Erdtopografie-Fahrzeug ist fertiggestellt. Da können wir jetzt natürlich das Startfenster für machen. Optimale und suboptimale sind umgekehrt. Naja, gut, von mir aus. Verstehe ich immer nicht, warum das immer wieder kommt. Können wir noch ein Training hinzulassen? 93%, 51%. Da würde ich hier ganz gerne drauf gehen, dass wir die Nutzlast ein bisschen besser machen. Dann nehmen wir auch den Oktober, damit wir da maximal 12% drauf kriegen. Und dann starten wir das dort. Und gute geht's. So. Nächsten Monat haben wir das Kontrollsystem start. Sehr gut. Na dann. Große Startrampe ist fertiggestellt. Gut, das müssen wir natürlich jetzt nicht insgesamt bauen, aber da müssen wir mal gucken, was uns das kostet, wenn wir das bauen wollen. Und hier haben wir die Mission mit den Chinesen zusammen. Startzuverlässigkeit ist erstmal bei 78%. Wir gucken mal, wie gut es aussieht hier. Sieht erstmal gut aus. Botting. Das ist auch ein schöner Name eigentlich für die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Staat oder mit dem chinesischen Raumfahrtprogramm. 4% kriegen wir nochmal dazu. Also die Startzuverlässigkeit ist sehr hoch. Da können wir erstmal fortfahren.
Sehr schön. Der Start sieht jetzt erstmal von hier aus sehr gut aus. Ja, also das letzte bemannte hat ja, glaube ich, ganz knapp über den gelben gestoppt. Dieses sieht schon mal wesentlich besser aus. Sehr gut. So, die Delta und die Ariane 1. Ach, das ist ja auch ein Zusammenbau. Okay. Okay, gut, na gut. So. Und dann haben wir jetzt das Kontrollsystem, können wir jetzt prüfen hier oben. Und wir sind hier bemannt unterwegs. Wir haben eine Besatzung dazu. Wir sollen 5 Kommunikation und 5 Navigation dazu bekommen. Und insgesamt 10-10. Huh, das sind aber gute Herausforderungen. Wir haben 4 Runden, A3 Kommandos und eine Besatzungsressource sozusagen. Und eine Kommunikationsressource haben wir generell dazu. Wo habe ich die jetzt hier? Da sitzt doch Chaos drin, oder nicht? Na, egal. Habe ich doch den falschen zugewiesen? Na gut. Aber damit können wir uns auf jeden Fall schon mal 4 Navigationen holen. Mit dem ersten Angebot. Dann machen wir hier eine Signalrückgabe. Und brauche ich dann noch. Wo könnte man noch gut was kriegen, was verbrauchen? Datenbank kann man hier einsetzen. Datenbank könnte man hier einsetzen. 2 Datenbanken. Na gut, da müssen wir sowieso erstmal drauf. Wir müssen von beiden gleich viel holen, ne? Wir müssen von beiden gleich viel holen. Na gut, dann können wir davon noch, können wir Kommunikation nochmal mal einsetzen irgendwann. Okay. Was? Achso, dritte ist noch frei. Dann würde ich sagen, machen wir durchaus mit Energie erstmal noch ein bisschen Kommunikation besorgen. Dann haben wir 4 Kommunikation und 4 davon dann am Ende. Okay, gut. Das klappt schon mal nicht. Ungünstig. Ja, dann müssen wir mal eine Energie extra einsetzen. Aber wir haben ja mehr Energie gleich mitgenommen. Weil wir wissen, dass ziemlich viele Missionen vielleicht nicht klappen werden. So, diese Mission hat schon mal geklappt. Ich habe 2 Kommunikation. Sehr gut. Und dann probieren wir es nochmal. Und, oh, das sieht sehr gut aus. Es geht sogar ins Maximum hinein. Das könnte uns sogar eine Datenbank bringen. Hat nicht, aber die kann ich gut einsetzen. So, nach der ersten Runde haben wir schon mal 4-4. Das ist doch schon mal gut. So, die eine Datenbank, die ich jetzt habe, könnte ich sinnvoll einsetzen, um mit einer Navigation davon 4 davon zu generieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann würde ich hier nochmal 4 davon generieren wollen. Wir haben 3 Energie. Dann könnte ich nochmal eine Energie wieder aufladen dazu. Und dann haben wir wieder 4 Energie. So, dann haben wir 7-7 oben stehen. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das Kommando bestätigen wir. So, oh, knapp drüber, dass es klappt, aber knapp drüber ist halt eben doch auch, hat halt doch funktioniert. So, dann gibt es jetzt 4 mal Kommunikation. Und davon ziehen wir jetzt wieder ein ab mit meinem Übi. Holen wir uns dann 4 mal Navigation und haben damit 7-7 von den Punkten schon mal. Das heißt, wir brauchen jetzt jeweils nur noch einmal vielleicht 4 erzeugen und dann klappt alles wunderbar. Wir können aber mal das so machen. Dann sind wir bei 9-9 und machen eine Energie wieder dazu. Denn wir haben ja noch 2 Runden verbleibend. Und dann können wir ja durch mal das abbrechen. Was? Was hat er gesagt? Kann man das bestätigen. So. Naja, guck an, die Datenübertragung ist immer ein bisschen irgendwie Störung im Satellit. Da will er nicht. So, da müssen wir natürlich dann einmal wieder stehen, eine Energie extra aufwenden, um die 2 Datenbanken zu bekommen, die wir jetzt brauchen. Weil wenn diese Mission fehlgeschlagen wäre, dann hätten die anderen nicht genügend Grunddaten gehabt. Das muss man dann auch immer sehen, dass das dann ganz schön schnell eine Kette hinter sich hinterherzieht und wir dadurch natürlich sehr, sehr viele Punkte dann verlieren. So, jetzt haben wir noch 4-mal Energie, eine komplette Leiste durch. Das heißt also, jetzt, wenn ich 3 Sachen mache, auch wenn davon eine Energie kosten würde, würde alles wunderbar funktionieren. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich
Was leisten wir uns denn jetzt so? Eigentlich reicht das schon aus. Nee, reicht nicht aus. Das wäre falsch. Das würde ausreichen. Warte mal, nehmen wir, gehen wir zurück. Dann nehmen wir das. Nee, gehen wir ganz zurück. Okay, genau. Wir nehmen das, um das zu machen. Dann haben wir 11, 11. Und ja, dann ist doch gut. Dann nehmen wir noch eine Energie dazu. Fertig aus. Und dann haben wir das erfolgreich erledigt. Oha, das ist aber wirklich hier. Das hat aber auch gar nicht noch nicht geklappt, oder? Kann das sein? Eieiei. Na gut, okay. Wir widerstehen. Wir setzen zwei Datenbanken ein. Klappt auch nicht. Wir widerstehen. Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen mit allen Bonis, die es gibt. Jetzt muss nur noch die Landung klappen. Aber ich denke mal, das ist, glaube ich, so eine Art Selbstläufer. Ich weiß nicht, ob da nochmal ein negatives Event passieren kann oder nicht. Bis jetzt sehe ich das noch nicht so. Aber es könnte sein, dass man da mal irgendwann auch noch was bekommt. Gute Landung. Gut gewassert. Und dann fahren die Boote hin und holen es ab. Sehr schön. Gut, dann hätten wir diese Mission erfolgreich beendet, würde ich sagen. Kriegen einen 50%igen Bonus, also fast 500 Punkte jedes Mal. Haben auch noch mal ein bisschen mehr Diplomatie bei den Chinesen dazu bekommen, was natürlich sehr von Vorteil ist, denn sie sind jetzt, glaube ich, auch sehr gut. Und, ach, ich habe doch Marcel genommen. Okay, da habe ich dann den Falschen zugewiesen in der Stelle. Aber war eigentlich auch gar nicht verkehrt. Da hat er schon seinen zweiten Raubflug hinter sich. Die Mission war erfolgreich, er muss also nicht erstmal wieder gesund gepflegt werden. Hier brauchen wir noch ein paar Punkte, dass wir die 8000 kriegen. Aber da könnte hier Luna 2 könnte noch ein bisschen was. Na, das wird knapp als nächste Stufe, wenn wir nicht direkt kriegen. Aber wir haben jetzt keine Forschung. Da können wir uns jetzt natürlich. Also die große Startrampe haben wir, das ist schon mal wichtig. Die muss ich dann auch setzen. Und dann gehen wir jetzt bei den Missionen weiter und werden hier die Nutzlast Mariner erforschen. Das kostet uns auch 2000 Punkte. Ist nicht wenig. Aber da müssen wir halt durch und dann müssen wir mal gucken, dass wir das dann hinkriegen. Bin mir nicht sicher, ob ich hier als erstes ankomme, aber wir werden hier durchforschen. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Sachen starten kann. Geldlich muss ich mich da noch mal ein bisschen zurückhalten, glaube ich. Aber gut, so. Dann gucken wir noch mal ganz kurz hier, wie groß ist denn unser riesengroßes, große Startrampe, wenn ich die bauen wollen würde. Die ist natürlich riesengroß. Hier hinstelle brauche ich 2,3 Millionen extra. Hier brauche ich auch 2,3 Millionen extra. Hier brauche ich 2,1 Millionen extra. Gibt es irgendwo eine Stelle, wo ich sie hinstellen kann, wo sie nicht? 3,1 Millionen. Ne, ich habe auch keine andere Stelle großartig. Ich kann das hier nur noch hier im unteren Bereich. Kann hier nicht gebaut werden. Achso. Also 2,1 Millionen ist das geringste, was es kosten würde. Hier auf dieser Ecke. Dann werden wir sie da dann auch hinbauen. Im nächsten Monat. Also beziehungsweise, da werden wir sie hinbauen, wenn wir sie brauchen. Richtig jetzt bauen, dann hat die wieder Unterhaltskosten, aber es nicht. So, gut. Die Erde hat neue Anfragen. Nö. Sonnenobservatorium ist noch eine gemeinsame Mission. Wir haben gerade eine abgeschlossen, das ist schon mal das Gute. Da können wir vielleicht eventuell noch ein bisschen was machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.